Iwan der Schreckliche. Drehbuch und Regie Sergei Michailowitsch Eisenstein. Kamera Andrei Maskvin und Eduard Tisse. Komponist Sergei Prokofjew. In der Rolle Iwans des Schrecklichen Nikolai Tscherkassow. Ist ein Film über den Menschen, der im 16. Jahrhundert erstmalig unser Land vereinigt hat. Über den Moskauer Fürsten, der aus den einzelnen selbstständigen und eigennützigen Fürstentümern einen einheitlichen, starken Staat schuf. Über den Heerführer, der den militärischen Ruhm unserer Heimat im Osten und im Westen mehrte. Über den Herrscher, der zur Lösung dieser großen Aufgaben sich erstmalig die Krone des Zaren aller Reußen aufsetzte. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird zum Zaren gekrönt, empfängt Zarenkrone nebst Zepter, der ehrenwerte Großfürst und mächtige Herrscher Jan Wassiljewitsch, und wird ernannt zum von Gott gekrönten und nur höchst demselben verantwortlichen Zaren Moskaus und zum Selbstherrscher aller Reußen. Dies sei der Welt kundgetan. Dem Moskauer Fürsten steht dieser Titel von Rechts wegen nicht zu. Europa wird ihn nicht als Zaren anerkennen. Ich sage euch, man wird ihn anerkennen, wenn er sich als stark erweist. Übrigens, es gibt so manche, die gar nicht sehr angetan scheinen von dieser Krönung. Wen wundert's, dass sie den Groll einiger hoher Würdenträger erweckt? Da ist der Cousin des Großfürsten, Wolodimir Staritzki, mit seiner Mutter. Die Krönung Johanns zum Zaren erschwert ihren Weg zum Moskauer Thron. Offensichtlich hat Johann auch Anhänger. Das sind Verwandte der Braut des Großfürsten. Nicht des Großfürsten, sondern des Zaren. Von nun an des Zaren. Des Heiligen Geistes.
Geistes. Gekrönter Zar, Zar aller Reußen, empfange nun von Gott, dem Allmächtigen, dieses Zepter hier. Nimm es entgegen und führe es mit starker Hand. Empfange nun, mein Sohn, von Gott, dem Allmächtigen, diesen Reichsapfel hier. Nimm ihn entgegen und bewahr ihn mit starker Hand. Erhalte dies alles. Es sei für heute, es sei für Äonen, es sei für ewig. Erstmals mit dem heutigen Tag setzt sich der Großfürst von Moskau die Krone des Zaren aller Reußen auf, nach dem Willen Gottes unseres Herrn. Er gebietet damit Einhalt dem Übel der Vielherrschaft, dem Schalten und Walten der Bojarengeschlechter, die der Rus so viel Schaden gebracht haben. Von nun an soll unsere russische Erde ein Ganzes sein. Die Vorrechte der Bojaren will er antasten. Welch eine Vermessenheit! Die Faust aber, die allein fest die Zügel halten soll im russischen Land, bedarf großer Kraft. Und aus diesem Grund werden wir ohne Verzug den ständigen Waffendienst einführen. Ein stehendes Heer, ein Strelzi-Heer als Schwert und Schild für uns. Wer jedoch nicht selber kämpft in diesen Reihen, wer dem Zar nicht den Arm leiht, der beteiligt sich mit Geld und anderen Zuwendungen an den Großfeldzügen des Zaren. Heilige Madonna,
zum eigenen Untergang noch Geld beisteuern. Auch die heiligen Klöster werden wir nicht vergessen. Sie werden in Zukunft mit ihren großen Einnahmen tatkräftig das Kriegshandwerk fördern. Jeder weiß, dass sich ihre Schätze mehren und mehren. Doch fürs russische Land fiel bislang nichts davon ab. Vonnöten ist eine starke Hand, um endlich den Nacken derer zu beugen, die sich gegen die Einheit des russischen Reiches auflehnen. Nur wenn im Innern des Reiches wirklich Frieden herrscht und Einigkeit, wenn für jeden nur ein Wille und ein Gebot gilt, nur dann kann man auch nach außen hin fest bleiben. Was ist denn unser Vaterland? Ein Rumpf, ein Geschundener. Abgehackt bis zu den Knien und zu den Ellbogen. Die Oberläufer all unserer Flüsse, der Wolga, der Dwina, der Wolchow, befinden sich in unserem Besitz. Aber deren Mündungen ins Meer sind in fremder Hand. Der Väter- und Urväterboden, die angestammten Ländereien, hat man uns weggenommen. Ja, und deshalb, hört mir gut zu, lassen wir uns am heutigen Tage krönen zum Herrscher auch über jene russischen Lande, die zu unserer Trauer vorerst noch unter fremder Botmäßigkeit machten. Zwei römische Reiche sind dahin. Das dritte aber, Moskau, ersteht. Und ein viertes Rom wird es nimmermehr geben. Denn von heute an wird es wachsen und erblühen. Dieses dritte Rom, Moskau. Und ich bin sein Herr und Gebieter. Und seine Geschicke bestimme ich. Ich allein. Der Papst wird das niemals dulden. Ich kann vom Kaiser das Gleiche sagen. Europa erkennt das nicht an. Kann er Stärke beweisen, werden ihn alle anerkennen. Dann darf er eben nicht stark werden. Am Tage Simons des Verkünders soll seine Hochzeit sein. Wohlan, dann lasst uns für den neuen Herrscher ein würdiges Fest ausrichten. Warum nur solche Privilegien für Johann? Und warum soll ein Fürst Kurbski Vasall eines Johann sein? Ist denn etwa das Geflecht der Kurbski weniger erlaucht als das Geflecht Johanns von Moskau, mein Fürst? Warum also wurde Johann Monarch von der Rus, gekrönter Monarch von Moskau? Und nicht André Kurbski in Jaroslawl? Sicherlich, das Volk ist vor Freude außer Rand und Band.
Warum bloß sind meine besten Freunde heute so missgestimmt? Nun ja, Zar und Herrscher, im Volk heißt es nicht ohne Grund. Mit der Heirat geht die Freundschaft zu Ende. Und was antwortet mir Fjodor Kolitschow? Du missachtest, Zar, die uralten Bräuche. Und ich sehe, es wird bald große Unruhe geben. Ich wage nicht, mich gegen den Zaren zu wenden. Doch zu dir zu stehen vermag ich nicht. Lass mich das Kloster wählen. So ist das, Fjodor. Du tauschst den irdischen gegen den himmlischen Zaren. Nun denn, ich werde mich nicht zwischen dich und den himmlischen Herrscher stellen. Geh, Fjodor. Geh mit Gott und bete für uns Sünder. Nur um eins bitte ich dich. Verlass mich nicht in der Not. Wenn die Stunde da ist und man's dir auf mein Geheiß hin meldet, kehr zurück. Und Zachajinis Schlösser zu plündern. Und dann werden sie zum Herrscherpalast ziehen und hier den Zaren herausfordern. Thank you.
alle, die hier stehen, klagen Sie an, die Sippschaft der Zarin! Jawohl, die Glinskis und die Sarinis müssen gebändigt werden! Bei lebendigem Leib reißen Sie einem das Herz heraus! Und Sie halten das noch zuckende Herz und besprengen alle Häuser mit dem Menschenblut! Und daraus entsteht Feuersbrunst! Flammen lodern! Es gibt in Moskau schon überall Zeichen, furchtbare Zeichen. Da sind Glocken ganz von allein auf einmal von den Türmen runtergefallen. Hexerei, sagst du? Also Glocken fielen plötzlich vom Turm. Doch mancher Kopf, mein Bester, der an Hexerei glaubt und Zeichen, ist selber wie solch eine Glocke. Völlig hohl. Kann der Kopf etwa allein von den Schultern rollen? Nein, damit er rollen kann, hörst du, muss man ihn zuvor abschneiden. Und wer auch immer ohne Zarengeist die Glocken abgeschnitten haben mag, dem könnte man im Nu ohne viel Federlesens auf Zarengeist den Kopf abschneiden. Scheint ein tüchtiger Mann zu sein, der Zar. Der packt die Sache richtig an. Und so werden wir in Zukunft erbarmungslos Köpfe abschneiden, ausrotten feigen Verrat und die schnöde Bojarenuntreue an der Wurzel kappen. Ein Zar ist nicht sein Reich ohne Schrecken halten. Wie ein Pferd ohne Zügel ist ein Zarenreich ohne Schrecken. Wer aber sich fest an die Seite des Zaren stellt, gegen alle Feinde, den wird der Zar zu sich erheben. Er wird ihm Verzeihung gewähren und sein Herz wird sich erfreuen an seinen Kriegern. Nein, wage es nicht, Fürst. Daran auch bloß zu denken. Den Weg, der zum großen Dienen führt, gehe ich. Treueste Sklavin des Zaren von Moskau. Ihm folge ich willig. Groß ist unser Land und reich, aber zu viel Unordnung herrscht darin. Doch die Bojaren werden wir nicht um Hilfe bitten. Wir sind Manns genug, können selbst Ordnung schaffen. Das haben wir! Feigenverrat ausrotten! Aber das arbeitsame Volk, die kleinen Kaufleute, die fleißigen Handwerker, die lassen wir von niemandem mehr kalten. Draußen sind drei Abgesandte aus Kasan. Sie wollen zum Zaren. Aus Kasan? Rasch, führt sie rein! Zerreißt Freundschaft mit Moskau. Beendet Bündnis mit Moskau. Erklärt Moskau den Krieg. Kasan ist viel groß. Moskau so klein. Moskau zu Ende. Von unserem weisen Großkhan. Ich bringe ein Geschenk für dich. Russischer Zar, bedecke dich nicht mit Schande. Russischer Zar, du machst selber Schluss mit dir. Gott sei mein Zeuge, wir haben diesen Kampf nicht gewollt. Aber die Zeiten sind für immer vorbei, da ein dreister Fremdling dergleichen wagen konnte. Man kann uns nicht mehr jeden Schimpf und Tort antun und nicht mehr ungestraft in Moskauer Lande einfallen. Hier, dieser Dolch, soll die Frevler durchdringen, die die Hand erhoben haben wider das Moskauer Reich. Auf denn, Leute! Sie sollen es uns büßen! Nun ziehen wir selbst gegen Kasan! Gegen Kasan! Gegen Kasan! Hör gut zu, Karl! Kasan ist so klein! Moskau!
So viele Kupferstücke, wie nach der Schlacht nicht zurückerfordert werden. So viele Seelen sind auf dem Schlachtfeld geblieben. Schießpulver, Zarenidee. Misstraust du etwa meinen Ideen? Mich hoch zu Ross zur Schau stellen, das liebst du. Ich wollte dich vor den Pfeilen schützen. Ging es dir darum? Hab Dank, Kurbski.
Der Liefländer hatte recht. Ewig werde ich bei ihm wie ein junger Hund sein. Es kann so ein Pfeil grad zur rechten Zeit geflogen kommen. Gefährlicher als tatarische Pfeile sind Hass und Wut der Bojaren für dich. Nicht die Pfeile, die Herren und Bojaren musst du fürchten. Wie heißt du, Mann? Alexei Basmanow. Sohn Danilas. Den Namen des Bojarenhasses werde ich mir gut merken. Schau dort, Fjodor. Schau, mein Sohn. Der Zar aller Reußen. Der Zar. Wie befindet sich der Zarfürst Kurbski? Es steht nicht zum Besten. Unterwegs
Auf dem Rückweg von Kasan ist der Zar schwer erkrankt. Auch für euch ist er nun also ein Zar geworden. Gerecht waltet Gott, unser Herr. Er hatte nun geglaubt, über andere Fürsten sich stellen zu können, der Johann von Moskau. Und schon ist es aus mit ihm. Nun, Fürst, bist immer der Zweite. Anastasia hast du geliebt. Ivan hat sie genommen. Kasan hast du erobert. Ivan hat es bekommen. Für Ivan großer Ruhm. Für dich aber. Ach, Fürst, erkämpft hast du Kasan für Ivan zum Unglück der Bojaren. Und auch zu deinem eigenen Unglück. Deinen Kopf, das prophezei ich dir, wirst du nicht mehr lange behalten. Was auch geschieht, den Pfeil von Kasan vergisst dir der Zar nie und nimmer. Sollte er ihn aber vergessen, so findet sich ganz gewiss einer, der ihn daran erinnert. Des Zaren Auge. Maljuta. Und deinem lebenden Ivan ist für Fürst Kurbski kein Leben. Doch Gott kann auch alles wenden. Yeah.
Für wen wirst du das Kreuz küssen? Für den Thronfolger. Für Dimitri. Den Sohn des Ivan. Und der Anastasia. Auf das noch warme Bett der Zarenwitwe zielst du ab, ist es so? Siehst dich wohl schon als ihr Liebhaber. Für Wolodimir Andrejewitsch. Küsst das Kreuz. Solche wie du lassen sich nicht einfach mit Geld kaufen. Solche wollen gleich ein ganzes Reich haben. Unter Wolodimir aber wirst du in Moskau herrschen und bestimmen. Einfältiger als ein Kind ist er. Sein Geist ist umnachtet. Der wahre Herrscher wirst du sein. Für Wolodimir Andrejewitsch küsst das Kreuz. Der Zar lässt rufen. Küsst das Kreuz, worauf wartet ihr? Küsst es für meinen Sohn, Dimitri! Zwistigkeiten bewahrt und selbstmörderischen Streit. Sonst erstarken die Tataren und fallen wieder wie eh und je bei uns ein. Die Polen ziehen gegen uns zu Felde. Die Livländer.
Es ist ja nicht für mich, nicht für meinen Sohn, dass ich euch bitte. Ich flehe euch so an, damit ihr die Einheit der Rus nicht leichtfertig gefährdet. Seid verflucht. Erbärmliche, ehrlose Wichte. Verräter am russischen Land. Natterngezücht. Verflucht sollt ihr sein. Verräter. Keine starke Macht über euch duldet. Könnt ihr noch so standhaft sein? Verwegen und gewitzt. Es wird euch alles wenig nützen. Denn was ihr unter Herrschaft versteht, wirkt in Wahrheit wie das Treiben von Wahnsinnigen. Euer ständiger Hass und Streit, statt treu und redlich dem Lande zu dienen, befehdet nur einer den anderen. Und so werdet ihr dann zu Vasallen. Ja, zu Sklaven, fremde Herren. Niemals wird das Angestammte, ruhmvolle Bojarentum sich so erniedrigen, sich freiwillig beugen vor dessen Sohn dort, vor dem Nachkömmling des Moskauer Fürsten. Die Macht muss jetzt, sage ich, auf einen Bojarenzaren übergehen, der diese Macht auch mit uns Bojaren teilt, der nur den Bojarenwillen ausführt, der nicht irgendeinem russischen Lande dient, sondern vor allem den Bojarengeschlechtern. Also küsst für Wolodimir das Kreuz. Hier steht der neue Zar. Thank you.
Zarenzar! Heil dir! Der zum Thron führt. Der Weg zum Traualtar. Wer? Anastasia. Ephrosinia. Anastasia! Wenn du mein wirst, schütze ich dich vor den Bojaren. Wenn du mein wirst, dann setze ich dich auf den Thron von Moskau. Ja, wenn du mein wirst, dann werde ich mit dir gemeinsam das Moskauer Reich regieren. Ohne dich ist das Leben kein Leben. Mit dir gemeinsam ist der Tod kein Tod. Gemeinsam mit dir auf dem Thron oder auf dem Richtblock, es ist mir gleich. Du, meine Moskauer Zarin. Es schickt sich nicht, Fürst. Einen Sterbenden begräbt man nicht, bevor er tot ist. Iwan lebt. Möge Gott dich richten. Iwan lebt. Unter einem lebenden Iwan ist für Fürst Kurbski kein Leben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei diesem heiligen Evangelium schwöre ich vor Gott, treu und redlich immer zu dienen dem Thronfolger, dem rechtmäßigen Moskauer Zaren. Dmitri Ioanowitsch! Und für ihn küsse ich das Kreuz! Geschah. Die letzte Ölung hat mich genesen lassen. Gott sei es gedankt! Du, Freund, von jeher warst du der Erste beim Zaren. Doch nun wirst du dich noch weit höher erheben. Denn in der Prüfung, in der Stunde der Bewährung warst du der Einzige, der Treue gehalten, unsere Zarensache vertreten und sich als Freund erwiesen hat. Dir übertrage ich hiermit die wichtigste Aufgabe des Reiches.
Im Osten haben wir den Sieg errungen. Und jetzt, Kurbski, führst du das ruhmreiche russische Heer gen Westen, gegen die Livländer, zum Meer hin. Sehne geschnellt. Wie ein Pfeil fliegst du davon. Flieg nur. Flieg. Und an unseren südlichen Grenzen wird den Krim-Großkhan künftig in Schranken halten und uns verteidigen. Alexei Basmanow. Wer ist denn das? Wer? Keinem traut der Zar! Die nächsten Bojaren entfernt er. Unbekannte Menschen zieht er heran, zu Ämtern und Würden. Hey, diese Basmanows, denen vertraut er. Ich weiß. Und uns schickt er in entlegene Gegenden, weit entfernt von unseren ererbten Ländereien. Er verfolgt die Bojaren. Schenjatev wurde in Gewahrsam genommen. Koletev liegt im Kerker. Ich weiß. Ich fliehe. Ich möchte am liebsten auch. Ich habe furchtbare Angst. Ich fliehe nach Livland. Iwan Iwanitsch, du solltest dich schämen. Der Metropolit spricht gerade mit dem Zaren. Er wird ihn umstimmen. Mit niemandem hat der Zar Erbarmen. Mir hat er meine Ämter entzogen, die von Gott erhaltenen, und hat mich versetzt. Von Moskau nach Nowgorod verbannt. Nur weg von hier. Auch ich gehe nach Livland. Hier bleibe ich nicht. Wer ein Feigling ist, der mag das Weite suchen. Doch wer sich der Angst entschlägt, wird hier bleiben und kämpfen. Während der beste Freund Iwans, Kurbski, in der Ferne ist, gilt es, den Übermütigen an die Kandare zu nehmen. Oberstes Gebot: Die Zarenherrschaft darf sich nicht weiter ausbreiten. Man muss sich dem Kriegsunternehmen des Zaren widersetzen. Der livländische Feldzug darf nicht mit Geldmitteln unterstützt werden. Und zuallererst heißt es Iwan, von Anastasia zu trennen. Ich weiß, wo er verwundbar ist. Das überlasst mir. Ich nehm's auf mich. Die Küstenstädte
Riga! Reval! Narva brauche ich! Wieder haben Livländer, wieder haben Hanseaten englische Handelsschiffe zurückgehalten! Schon wieder! Kein Blei ist da, kein Schwefel und kein Schwarzpulver. Und es fehlt auch an gelernten Meistern, die mit meinen Feldkanonen umgehen können. Ich werde es verhindern, mit aller Gewalt verhindern, dass sich der schlaue Nachbar dem Erblühen des Moskauer Reiches widersetzt. Dass er unser junges Reich mit der Schlinge des Wucherzolls erdrosselt. Doch keineswegs nur der ränkesüchtige Deutsche betrachtet uns mit scheelen feindlichen Blicken. Auch ihr, Bojaren! Ihr widersetzt euch hartnäckig meinem livländischen Feldzug! Ihr seid schlimmere Feinde des Russischen Reiches als die Deutschen und die Livländer! Du siehst also, Nepeja, wie sehr ich dieses militärische Bündnis brauche. Die überbringst du als Geschenk von mir, unserer lieben, hochverehrten Schwester Elisabeth von England. Und an diesen allegorischen Figuren wirst du ihr dann erklären, dass es durchaus möglich ist für ihre englischen Schiffe, die Baltische See gefahrenlos zu umgehen, über den Norden. Durchs Weiße Meer können sie zu uns kommen. Und auf diese Weise werden wir die Deutschen und die Livländer überlisten. Du musst auch mit Nachdruck daran erinnern, der einzige Kaufherr in Moskau ist Zar Iwan. Der gesamte Handel befindet sich in seinen Händen. Privilegien räumt er ein nach seinem Belieben. Wem nicht genehm ist, den lässt er nicht in sein Reich hinein. Erinnere daran. Wen er aber lieb gewinnt, dem wird er den Weg nach dem Osten öffnen. Thank you.
Es scheint, du bist besorgt, Zar Iwan. Einsam bin ich. Keinem Menschen darf ich trauen. Kurbski ist fern, kämpft gegen die Livländer. Und Fjodor Kulitschow ist noch ferner, sitzt auf der Insel Solovki und betet. Nur dich allein habe ich. Aus Riazan. Von Basmanow. Schon wieder sie. Schon wieder diese aufsässigen Erbherren. Wieder sind es die Bojaren, die sich unseren Befehlen entgegenstellen. Das russische Reich schmählich verraten. Basmanow und seine Gefolgsleute daran hindern, Riazan zu verteidigen. Sie sind willens, dem Krim-Großkhan die Stadt auszuliefern. Iwan, bleib fest. Das sei gewiss. Die Bojaren presse ich so zusammen. All die Erdbesitzungen schaffe ich samt und sonders ab. Allein für den Dienst am Staate werde ich Landbesitz zuteilen. Und wer sich dem Kriegshandwerk gegenüber abweisend und ehrlos verhält, dem werde ich das Land gänzlich wegnehmen. Weit, sehr weit ziehst du, Zar Iwan. Ein Unglück. Die russischen Truppen wurden bei Newel besiegt. Kurbski ist geflohen. Kurbski geflohen?
Errette mich, o Herr. Die Wasser haben meine Seele erreicht. Versunken bin ich im tiefen Schlamm. Fühle keinen Grund mehr unter den Füßen. Bin im tiefen Wasser. Und seine Strömung reißt mich mit sich. Ich bin kraftlos vom Rufen. Und ganz heiser und trocken ist meine Kehle. Und meine Augen sind längst ermüdet. Iwan Michailowitsch Uiski ist ins litauische Land geflüchtet. Fürst Iwan Michailowitsch Scheremetjew wurde unterwegs ergriffen. Der Bojar Iwan Tugoi aus Luxusdal ist zu den Livländern übergelaufen. Es geht noch weiter. Es gibt auf der Welt mehr Menschen, die mich hassen, ohne mein Verschulden, als ich der Haare auf dem Haupte habe. Fürst Michail Borodinski, geflohen. Doch der Fürst Iwan Iwanowitsch Duruntai-Pronski wurde auf halbem Wege überrascht. Man hat ihn zur Umkehr gezwungen und stracks hierher gebracht. Oder ob das Gottes Strafe ist. Ein Fremder bin ich geworden meinen Brüdern und werd wie ein solcher angeblickt von den Söhnen meiner Mutter. Zu Sigismund geflohen. Andrei, Freund, warum nur? Woran hat es ihm denn gemangelt? Oder ist es das? Die Bojaren hetzen wieder das Volk gegen dich auf und stiften Verwirrung. Sie machen sich dabei die Niederlage in Livland zunutze. Die Schmähungen haben mein Herz betrübt. Ich bin entkräftet. Lechze nach Mitgefühl. Ich suchte Trost und fand nichts. Du lügst! Noch ist er nicht am Ende, der Moskauer Zar!
Ihr seid zu wenig. Ruft mir meinen letzten treuen Freund, den einzigen, der mir noch verblieben ist, Fjodor Kolitschow, her. Ihr findet ihn im fernen Kloster von Solowki. Er betet dort für uns. Gnädiger Herr, trau ihm nicht, dem Bojan Kolitschow. Umgib dich lieber mit neuen Menschen. Mit solchen, die von unten kommen. Sie werden dir freudig dienen, weil sie dir alles zu verdanken haben. Schaff aus ihnen einen eisernen Ring um dich, den keiner zersprengen kann, dessen spitze Dornen gegen all deine Feinde gerichtet sind. Umgib dich mit Leuten, die keine Familienbande hält, die, wenn es sein muss, den Vater und sogar die Mutter verleugnen, die nur den Zaren Iwan kennen und ohne Zaudern den Willen des Zaren ausführen. Mein Herr und Gebieter, als Ersten schicke ich in den Eisernen Ring, zu Nutz und Frommen der großen Sache, den Sohn, meinen leiblichen Sohn. Er ist mein einziger und mir mehr wert als mein Leben. Ich gebe ihn dir. Auf sie allein wirst du fortan deine Macht stützen, mit ihren Händen das Bojarentum ausmerzen. Und mit ihren scharfen Schwertern wirst du dein großes Werk vollenden, Zar. Ja, bei Gott, du hast recht, Aljoschka. Gürten wir uns mit einem eisernen Ring. Eiserne Bruderschaft werden wir um uns versammeln. Es leben die Obritschniki. Niemandem sonst werde ich vertrauen. Ein eiserner Abt werde ich sein. Ich verlasse Moskau. Auf der Stelle. Ich gehe nach Alexandrowa Sloboda. Im Kreuzzug kehrst du nach Moskau zurück. Als Eroberer kommst du wieder. Nicht im Kreuzzug komme ich wieder. Und nicht als Eroberer. Auf den Ruf des gesamten Volkes kehre ich zurück. Du darfst nicht auf den Ruf des gesamten Volkes warten. Nein, man kann nicht auf irgendwelche Schreihälse hören. Den habe nichts in diesen Dingen trauen. Hey, was erlaubst du dir, du rothaariger Hund? Willst du etwa den Zaren lehren, was er zu tun hat? Auf den Ruf des gesamten Volkes erwerbe ich füglich uneingeschränkte Gewalt. Ich werde mich erneut krönen und salben lassen. Für unsere große Sache. Für die gnadenlose Sache. Was sagst du? Ich verstehe dich. Ja, im Ruf des gesamten Volkes werde ich den Willen des Allmächtigen sehen. Und ich werde von unserem Herrn das strafende Schwert empfangen und es so zustande bringen, das große Werk. Es gab zwei römische Reiche. Das dritte Rom, Moskau, ersteht. Ein viertes aber wird es nimmer geben! Doch jene Fürsten und Bojaren haben gewaltige Reichtümer angesammelt. Und sie tun nichts für den Herrscher, tun nichts für das russische Land. Und auch um die rechtschaffenen Christen und einfachen Leute kümmern sie sich nicht im Geringsten. Zudem weigern sie sich, die Rechtgläubigen auf der Krim zu beschützen vor den heidnischen Tataren, desgleichen in Livland, vor der Drangsalierung durch die Deutschen. Vielmehr tun sie ihrerseits dem armen Volk noch Gewalt an. Aus nämlichen Gründen sah der Zar und Gebieter
und ehrenwerte Großfürst sich gezwungen, sein geliebtes Reich zu verlassen. Und somit schweren Herzens auch seine Hauptstadt, Moskau. Gegen Gäste und Kaufherren aber, sowie auch gegenüber allen friedlichen und rechtgläubigen Leuten von Moskau, ist der Herrscher nicht von Groll erfüllt. Denn nicht sie haben sein Missfallen erregt und so droht ihnen auch keine Ungnade. Ehrliche und gutgesinnte Christen jedoch, die mit den Fürsten und Bojaren und anderen ähnlich übel beleumdeten Geschlechtern nichts zu schaffen haben, selbst aber aus beliebigen Geschlechtern und von niederer Herkunft sind und reinen Herzens bereit wären, dem Zaren zu dienen, die ruft der Herrscher zu sich als Opritschniki, auf dass sie ihm Treue schwören. Er ruft sie zu sich nach Alexandrowa Sloboda. Wartest du auf einen Boten aus Moskau? Die ersten englischen Schiffe, beladen mit Kriegsausrüstung, fahren durchs Weiße Meer. Übertölpelt haben wir die Livländer, die Deutschen. Es kommt die Stunde, da ihr euch dem Moskauer Reich unterwerft. Die Pferde. Wir reiten sofort nach Moskau. So kehren wir denn zurück um unseres großen russischen Reiches willen. Thank you.
Niederlage glanzvoller als ein Sieg, wie man hier sehen kann. Die Zerschlagung meiner russischen Truppen in der Schlacht bei Nevel wird das Zeichen zum Aufstand sein. Zar Iwan ist vor den Bojaren geflohen. Er verbirgt sich in der Alexandrow-Sloboda. Ich erhielt von zwei Moskauer Bojaren, Kalitschow Umnir und Kalitschow Nemjatir, die schriftliche Nachricht. Umstellt wie ein Bär sitzt Zar Iwan in seiner Höhle. Die Bojaren sind bereit aufzubegehren. Den Zaren kann man mit bloßen Händen fangen. Der Thron von Moskau wird frei sein für den neuen Herrscher, einen Freund der Polen und verlässlichen Bundesgenossen. Offenbar ist es der Wille unseres Herrgotts, dass Litauen, Polen und Livonia als Vorposten und Barriere von Europa zu stehen haben. Damit nämlich die Moskauer Barbaren in die Familie der großen gebildeten Völker des Westens niemals eindringen können. Die Moskowiter fressen kleine Kinder lebendig. Die russischen Felder sind sehr fruchtbar. Die Herden gut gemästet. Der Boden steckt voller Schätze. Die Russen selbst eignen sich von Natur aus zu knechten. Doch wenn ein starker, geschickter Mann auf den Thron Moskaus käme, dann wäre das für die Pläne der Herrscher Europas gefährlich. Ergo, es muss daher auf den Thron von Moskau der schwachsinnige, willenlose Wolodymyr Staritsky gebracht werden. Die Bojaren muss man unterstützen in ihrem Aufbegehren. Die zentrale Macht ist den Zarenhänden zu entreißen und wieder zwischen den Feudalfürsten aufzuteilen. Und so die Einheit in den russischen Landen Iwans zu spalten. Ist dieses geschafft, werden die Herrscher der Christenheit, die Könige und Fürsten des Abendlandes, aufbrechen zu einem neuen großen Kreuzzug gegen Moskau und den Moskowiten zwingen, untertan zu sein dem Westen. Wir werden die Russen aus Europa vertreiben. Wir jagen sie in die Steppen Asiens für immer. Wiewald! 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 Zar Iwan kehrt wieder zurück nach Moskau! Erwartet. Habt triumphiert, dass der Zar weggegangen ist. Und jetzt seid ihr bloßgestellt bis auf die Knochen. Elende Verräter. Dachten wirklich, sie könnten das Land selbst verwalten. Gut, dann macht es. Ich gebe euch russische Ländereien in Verwaltung. Euch allen, die hier steht. Und von heute an nenne ich euch Semschina. Doch von diesen schönen Ländereien, jetzt verwitwet, behalte ich ein kleines, winziges Witwenteilchen für mich.
Und zwar die Städte, die die Bollwerke der Grenzen bilden. Von diesen Städten aus werde ich das Wohl des Staates hüten, die russischen Grenzen verteidigen, aber auch gnadenlos jedweden Verrat ersticken. Sintemalen ich jedoch kein Vertrauen habe. Kein Vertrauen zu euch, Bojaren, da ich eure Doppelzüngigkeit kenne. Setz ich zum Vollstrecker des Zarenwillens ein, gleich unserem Herrgott, als er Adam aus dem Staub erschuf, eine Gruppe von mir treu ergebenen Männern. Und ihr Name wird sein Opritschnina. Deine Eingebungen sind nicht von Gott. Nein, vom Satan kommen sie. Ein Zarenreich, das seine uralten Bräuche aufgibt. So ein Reich wird nicht lange Bestand haben. Jodl Kolitschow! Schweig doch, Priester. Sag, warum bist du so streng mit mir, Fjodor Kolitschow? Warum denn so hart? Freund, bemitleiden müsstest du mich. Nicht Fjodor Kolitschow. Ich bin der demütige Mönch Philipp und vollziehe nur Gottes Willen. Für deine Taten bin ich kein Helfer. Seit meiner Jugend befeinden die Bojaren den Großfürsten von Moskau. Nach dem Tode des Vaters brachten sie meine Mutter um. Gift! Vergiftet! Ich sterbe! Mein Junge, ich sterbe! Hüte dich vor Gift! Hüte dich vor den Bojaren! Und ich stand also ganz allein da. Ein schutzloses, einsames Waisenkind. Aber die regierenden Bojaren stifteten viel Unheil. Und immer in meinem Namen. Sie versklavten die Menschen. Verschleuderten russisches Land an Fremdlinge. Der ehrenwerte Großfürst von Moskau, Iwan Wassiljewitsch, hat den weisen Entschluss gefasst, einen Vertrag abzuschließen. Demzufolge wir für den Durchlass unserer Waren auf dem Schiffswege über die Ostsee eine angemessene Gebühr an den großen Hansebund der deutschen Handelsstädte zahlen werden. Der Großfürst von Moskau hatte sich anders überlegt. Er schließt den Vertrag mit dem deutschen Orden Livonias ab.
wurde Schuiski wohl dafür zugesteckt? Mit der Hanse, mit der Hanse! Ich erinnere daran, auch die Duma hat sich für die Hanse entschieden. Der Wille des Großfürsten hebt die Entscheidung der Duma wieder auf. Der Großfürst hat sein Wort gegeben, also. Der Großfürst ist ganz allein Herr über seine Worte. Wenn er will, gibt er sein Wort. Wenn er will, nimmt er es zurück. Der Wille des Großfürsten ist Gesetz. Der Wille des Großfürsten ist es, den Vertrag mit der Hanse abzuschließen. Der Wille des Großfürsten ist es, die Privilegien Livonia einzuräumen. Der Wille des Großfürsten ist Gesetz. Müssen wir zahlen, dass du es weißt. An die Livonia müssen wir zahlen, dass du es weißt. Die Hanseaten sind nützlicher für den Staat. Nicht für den Staat. Für dich sind sie nützlicher. Und dich haben die Livonia bestochen. An die Hanseaten werden wir zahlen. An die Livonia werden wir zahlen. An keinem werden wir zahlen. Denn wir sind keinem verpflichtet. Erbaut wurden die Küstenstädte von unseren Altvorderen. Die besagten Gebiete sind also unser Erbbesitz. Sie müssen folglich Moskau gehören. Die Dumme sucht ja mal, welche die Küstenstädte wieder zurückgeben würden. Was vom Wagen fällt, ist eben verloren. Geben Sie sie uns nicht im Guten zurück, holen wir sie uns mit Gewalt. Mit Gewalt? Woher willst du sie denn nehmen, diese Gewalt? Die russische Gewalt habt ihr verkauft. In die Taschen der Bojaren ist sie geflossen. Oh. Hört sofort auf zu lachen. Ich befehle es. Zum Totlachen. Herr im Himmel. Nimm die Füße runter vom Bett. Runter, sag ich. Runter vom Bett meiner Mutter! Meiner Mutter, die ihr verfluchten Hunde umgebracht habt. Ich? Ein Hund? Sie selber war eine Läufchenhündin. Hat es mit Telepdev, diesem Rüden, fleißig getrieben. Und man weiß nicht, von wem sie dich geworfen hat. Ich! Elender Bastard! Nehmt ihn fest! Packt ihn! Arktis? Oh Gott, er lässt den Oberbojaren von Knechten auspeitschen. Selbst werde ich regieren. Ohne Bojaren. Ich will Zar werden. Viel Macht ist in meiner Hand versammelt. Ich stehe da, gestützt durch den Willen des ganzen Volkes. Ein starker eiserner Ring, die Opritschnina, umgibt mich. Unnahbar! Für alle Feinde. Bar jedoch auch aller herzlichen Freundschaft. Die hat mir der Herrgott nicht beschieden. Niemand ist da, an dessen Brust ich mein Haupt legen könnte. Und niemand, der die Freuden, der die Leiden mit mir teilt. Ich bin einsam und verlassen. Einmal besaß ich einen Freund, Anastasia, aber sie verließ mich. Auch Kurbski galt mir als Freund. Aber er verriet mich. Nein, nicht mich. Unsere Sache, das große Werk.
Nicht Verrat fürchte ich. Nicht den Dolch und nicht das Gift. Nicht Aufruhr noch Heimtücke. Nicht um mich, nicht um meine Krone bange ich. Die große Sache, die neue, grad erst begonnene. Um sie bange ich. Nur um sie. Es gibt für den Herrscher nichts Größeres als den Staat, auf althergebrachte Weise zu regieren. Nach dem Vorbild der Väter, Großväter und Urgroßväter. Den Bojarenrat zu achten, mit den Bojaren die Macht zu teilen. Du lügst, Schwarzkutte! Alles nur leeres Geschwätz! Willst du nicht auf deinen Hirten hören? So bleibe denn allein! Von allen beschimpft! Von allen verurteilt! Von allen verdammt! Einsam! Nicht als Zar, als Freund bitte ich dich. Von der schweren Bürde der Macht, tief gebeugt und niedergedrückt. Lass mich nicht zurück in Einsamkeit. Bleib bei mir. Hilf mir, Philipp, das russische Reich zu festigen. Und nimm dazu an, das hohe Amt und die Würde des Moskauer Metropoliten. Habe ich damit das Recht, vor dir Klage zu führen und mich für Verurteilte einzusetzen? Niemand wird von mir unschuldig verurteilt! Halt! Es sei, wie du forderst. Weshalb räumst du dem Priester so große Macht über dich ein? Weshalb erniedrigst du dich so vor diesem Popen? Du hast dich um deine Dinge zu kümmern, du Hund! Ja, schon gut. Hund bleibt Hund, aber treu ergeben ist er. Er wird dich nie verraten. Ziehst den Popen grundlos dem Hunde vor. Ja, ich weiß, die Freundschaft suchst du. Nach einem Freund sehnst du dich, und deshalb bist du bereit, dem Popen zu Füßen zu liegen. Aber du scheinst nicht zu wissen, dass Philipp nur eins im Sinn hat, nämlich deine Feinde unter seiner Kutte zu verstecken. Ein schöner Freund. Wohl kein besserer, als es Kurbski war. Wach nicht noch einmal diesen Namen zu nennen. Ach, du liebst Kurbski noch immer. Ich weiß es. Nicht sein Verrat schmerzt dich so sehr. Nein, du kannst den Verlust nicht verwinden. Das bringt dich um den Schlaf. Schweig endlich still, du Hund! Wahre Freunde missachtest du. Geizt mit der Zarengunst bei jenen, die bereit sind, ihr Leben für dich zu opfern. Doch die du oft so hochmütig von dir weißt, stützen mit ihren Schultern deine Macht. Ich stehe da gestützt auf die Schultern des Volkes. Meine Stärke ist sein Wille. Aus Volkes Willen höre ich Gottes Stimme. Und Gottes Willen danke ich meine Größe. Zar, ich flehe dich an, lass nicht dem Popen seinen Willen. Keinem darfst du trauen. Du hast die Macht. Herrsche mit Gewalt. Ich verstehe, hast dem Popen dein Wort gegeben, ein Versprechen. Ich verstehe, sein Wort nimmt man nicht zurück. Ich verstehe, man muss mit viel Geschick vorgehen, damit das Wort des Zaren nur keinen Schaden leidet. Aber die Verräter muss man ausrotten. Deshalb bist du traurig. So schwer ist das alles. Es gibt eine Lösung. Weil ein Knecht, nein, nicht einmal ein Knecht, ein Hund bloß, der rothaarige Hund Maljuta, die ganze Sünde allein auf sich nehmen wird. Meine Seele gebe ich her für den Zaren. Die Qualen der Hölle erdulde ich für ihn. Doch das heilige Wort des Zaren werde ich behüten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denke daran, was ein Jagdhund tut, wenn das Wild sehr schlau ist und es rast pfeilschnell zum Bau. Er überholt, umspringt das Tier, verlegt ihm den Weg. Den Popen umgehen, ihm zuvorkommen, meinst du?
so rasch handeln, dass er nicht für sie eintreten kann. Meine Seele gebe ich her für den Zaren. Du Hund, beklagst dich über mangelnde Zarengunst. Mach es! Handle, tu, was zu tun ist. Vollzieh in Gottes Namen Gericht und Hinrichtung. Und damit der Pope zu spüren kriegt, welch eiskalter Wind jetzt weht, fangen wir gleich bei seinen Verwandten an. Den Kolitschow um hier und bei den Kolitschow Nimadje. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Welchem Recht und Maß richtest du, Zar Iwan? Nach welchem Recht und Buchstaben erhebst du denn das strafende Schwert? Nicht. Obwohl, mancher Kelch ist voller Gift, Herr. Das solltest du wissen. Dieser Kelch. Dieser Kelch. Voller Gift, sagst du? Meine Anastasia! Ist also vergiftet worden! Überleg, wie war das vor dem Hinscheiden der Zarin? Von wem nahm sie den letzten Kelch? Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hielt der Gebieter, der Zar und Großfürst aller Reußen Iwan Wassiljewitsch Gericht über seine verräterischen Bojaren Kolitschow Umnje und Kolitschow Nemjatje, die mit dem König von Polen heimlich Verbindung unterhielten und russische Erde an fremde Herren verkaufen wollten. Iwan Wassiljewitsch, Zar aller Reußen, verurteilt sie wegen Verrats am Wohle des Landes zum Tode durch Enthaupten. Musik
wenig. Der Macht, die Gott dir verliehen, kannst du den Zaren bändigen. Du allein hast das Mittel. Exkommuniziere ihn. Ich kehre ins Kloster zurück. Das wirst du nicht wagen, wenn du dieses Ungeheuer nicht bändigst. Fürchte Gott, sein Fluch soll dich treffen und zerschmettern. Eminenz! Gerechtigkeit! Von euch erwarten wir Gerechtigkeit und Schutz gegen den Zaren. Es ist die Bojaren-Sache, für die ich bitte. Nein, ich bitte nicht, Eminenz! Ich fordere! Nicht Schutz gegen den Zaren, es genügt nicht. Herrgott, dass man ihm endlich Zügel anlegt, erbitte ich! Nein, ich erbitte es nicht! Ich fordere es! Gott ist mein Zeuge. Ich tue es nicht für mich. Nicht für meine gemarterten Verwandten, die sterben mussten. Für die Sache der Bojaren greife ich zum Schwert. Ich kenne eine Waffe, wider den Zaren. Ich trage zwar die Kutte, doch bin ich ein Kulitschow. Ich bin zwar ein Kulitschow, doch auch ein Fürst der Kirche. Gegen die heilige Kirche kann der Zar nicht standhalten. Seid morgen alle in der Kathedrale. Ich werde den Zaren bändigen, auf die Knie zwingen. Mit unserer Kirche werde ich ihn zermalmen. Mutter, was bedeutet denn dieses Ofenspiel? Das ist so ein Spiel, mein Junge, in dem die Geschichte dargestellt wird, wie einstmals der Engel Gottes drei Jünglinge, Anani, Asari und Misael, aus dem Feuerofen der Chaldäer unversehrt herausführte. Und in die Flamme des Feuerofens hineingestoßen, hatte sie der große heidnische Zar der Chaldäer, Nebukadnezar. Heutzutage aber gibt es keine solchen Engel mehr. Hörst du, Chaldäer? Was ist?
Geschieht das hier nach des Zaren Befehl? Ja, ganz gewiss. Und welches ist Ihre Schuld? Sie waren ungehorsam. Und so stecken wir sie in den Ofen und fangen an, sie zu rösten. Ha. Denn in ihrem Haus ist sie selber Zar. Sie hat also tüchtig mit ihrem Stock zugeschlagen. Und immer auf die Köpfe deiner kühnen Helden. Ja, daran erkenne ich das verwandte Blut. Es wird Zeit, Herr. Das Staritzky-Nest muss ausgeräuchert und vernichtet werden. Sie haben sich lange genug dem Zarenwillen widersetzt. Nicht dein Geschäft ist es, den Zaren zu belehren. Und nicht deins, Fetka, die Hand wieder das Zarengeschlecht zu erheben. Das merkt euch. Ich werde Jefrosinja kein Leid antun lassen. Solange sie Tante des Zaren heißt und nicht mehr sein will, nicht versucht, Mutter des russischen Zaren, des neugekrönten Zaren, des Bojaren-Zaren zu werden, wird ihr kein Haar gekrümmt. Und ihr? Ihr solltet euren Platz kennen, ihr Basmanows. Hast du den Kelch vergessen? Den Kelch mit dem Gift? Schweig still. Schweig still, Fjodor. Kein Wort über diesen grässlichen Verdacht. So Gott will, wird doch nicht sie die Schuldige sein. Der Zar aller Reußen bittet um deinen Segen, Priester. Ich erkenne nicht den rechtgläubigen Zaren in der ungebräuchlichen Kleidung. Ich erkenne nicht den rechtgläubigen Zaren in den heidnischen Taten. Was gehen dich denn, du Schwarzkutte? Unsere Zarentaten an, was scherst du dich darum? Es sind Taten einer blutrünstigen, grausamen Bestie. Schäm deine Zunge, Philipp! Sonst bringst du dich selbst in die größte Bedrängnis. Denn wenn du dich gegen unsere Macht stellst, ereilt dich mein Zorn. Musik
Wie Nebukadnezar senkst du, Iwan, deine Nächsten mit Flammen. Doch herabsteigt er einst auch zu ihnen, der Erzengel mit dem Schwert, und führt sie aus den Kerkern. Schweig, Philipp! Unterwirf dich der heiligen Kirche, Iwan, und bereue. Schärf ab, die Opritschnina, bevor der Tag des jüngsten Gerichts anbricht. Iwan! Bei Gott, schaff ab, die Opritschnina, bevor der Tag des jüngsten Gerichts anbricht! Schweig, Philipp! Ist das der böse heidnische Zar? Mutter, ist das der schreckliche heidnische Zar? Sie war es, Vetter! Sie war es! Von heute an werde ich so sein, wie ihr mich nennt. Philipp wurde in Eisen gelegt. Er hat ihm die Rückkehr ins Kloster verwehrt. Grausame Rache wird er nehmen. Verurteilen wird er ihn. Und köpfen lassen. Wenn man wie in alten Zeiten Bojarengericht halten würde, dann könnte man Philipp retten. Nicht ans Alte dürfen wir denken. Es muss ein Ausweg gefunden werden. Den gibt es nicht. Doch, ich sehe noch einen. Nur dieser eine bleibt uns. Der letzte. Den Zaren umbringen. Entweder den Zaren umbringen oder selbst das Haupt auf den Richtblock legen. Und wer soll ihn töten? Nur einer, der reinen Herzens ist, wäre so einer ruhmvollen Tat würdig. Pjotr Wolinetz. Du bist es. Du wirst es vollbringen. Dich habe ich auserkoren. Kommt, kommt, Brüder in Christo, verrichten wir gemeinsam dem Sklaven Gottes, Pjotr Wolinetz, der einst unter uns weilte, jetzt das letzte Gebet. Dem Sarge wird er nunmehr übergeben, zugedeckt mit Stein und Erde, in die Finsternis eingebettet. Getrennt von allen Lebenden, von Freunden und Verwandten. Dem Reich der Toten bis zum Ende der Tage überantwortet. Erhebt wie der Kirchenländereien selbst die Hand. Vernichtet werden soll die Bestie. Wie aber können wir nun Philipp retten? Vergiss nicht, dass er den Zorn Iwans erregte, geschah unsretwegen. Entscheiden über Tod oder Leben werden die, die zu Gericht sitzen. Von ihnen wird's abhängen. Wer ist der Oberste im Gericht, sag's mir. An wen soll ich Gold schicken und Pelze, Hausrat und Vieh? Ich bin der Oberste im Gericht. Das bedeutet, er ist gerettet.
Nein, das bedeutet, verloren ist Philipp. Denn der Märtyrer Philipp dient unserer Sache im Tode mehr als im Leben. Einen Heiligen. Einen Märtyrer. Das brauchen wir. Es ist furchtbar, gegen einen Toten zu kämpfen. Den toten Heiligen wird nicht einmal der Zar besiegen können. Weiß wie der Schnee seine Kappe, nur schwarz wie die Nacht seine Seele. Warum, Mutter, drängst du mich so zur Macht? Warum, Mutter, überlässt du mich anderen zum Abstechen? Ich wäre bereit, dich 100-mal unter größten Qualen zu gebären. Nur um dich, Wolodimir, auf den Thron zu setzen und dich mit Krone und Zepter zu sehen. Nimm die Zarenkrone. Nimm das Geschmeide, mein Sohn. Ich fürchte das Blut. Nicht du wirst ihn töten. Piotr wird es tun. Nein.
Ja. Aber das Gewissen findet doch dann nie wieder Ruhe. Ein Leben lang hat man ihn vor Augen. Ständig wird man an die Untat erinnert und sein Anblick wird mir wie ein ewiger Vorwurf sein. Wenn es nur das ist, mein Sohn, dann sei unbesorgt, da kann man leicht Abhilfe schaffen. Sobald du den Thron bestiegen hast, wirst du ohne Verzug den Zarenmörder hinrichten lassen. Und nicht nur ihn wird es treffen. Ein Herrscher, merk es dir, darf nicht abweichen vom Wege des Guten. Das heißt, wenn es möglich ist. Er soll aber auch den Mut haben, den Weg des Bösen zu beschreiten, wenn es nötig ist. Unser Gebieter schickt dir diesen Kelch mit grünem Wein und seinen lieben Vetter Wolodimir Andrejewitsch lässt der große Herrscher bitten, am Zarenmahl teilzunehmen. Du fährst zum Mahl, gemeinsam mit Piotr. Aber dass du nicht vergisst, deinen neuen Kaftan anzulegen. Wir werden ihn daran erinnern. Welche Fügung! Glück für unsere Sache, der Erfolg!
Ich weiß es, du liebst mich nicht, Bruder Wladimir. Nein, du spürst keine Liebe zu mir, dem Einsamen. Eine ausgestoßene Waise bin ich. Niemand hat Mitleid mit mir. Es schickt sich nicht, dass der Zar Umgang pflegt mit Zemstvorleuten. Am allerwenigsten mit den Staritzkis. Nicht dein Geschäft ist es, den Zaren zu belehren und deine Hand wieder Zarengeschlecht zu erheben, Aljoschka. Hast denn nicht du uns gelehrt, Eichengeschlechter zu roden? Zarengeschlecht ist aller Geschlechter Geschlecht. Es spottet im Vergleich mit der irdischen Eiche. Es gleicht eher der Tamarinde, dem himmlischen Baum. Aber sind wir nicht ein neuer Wald, der um dich herum heranwächst? Ich rode nicht altehrwürdige Eichen. Um Platz lediglich zu schaffen, kümmerlichen Espen. Bei Gott nicht deshalb. Rührt ihr das Zarengeschlecht nicht an. Die Bande, die durch das Blut geknüpft, die habt ihr heilig zu halten. Sind wir nicht durch das andere Blut, das Vergossene, dir wert geworden und auf neue, noch festere Weise mit dir verbunden? Nein, keine Verwandten seid ihr mir. Ihr seid nur meine Knechte, die ich aus Unrat emporsteigen ließ, um die verräterischen Bojaren niederzuhalten. Durch eure Hände vollziehe ich meinen Willen. Es steht euch nicht zu, mich zu belehren. Dienen sollt ihr, das ist der Knechte Aufgabe. Vergesst das nicht. Denkt stets an euren Rang. Basmanows. Fängst du jetzt auch an, Aljoschka, an der Bojarenkrankheit zu leiden? Am Geburtsrecht. Beneidest wohl die anderen. Und möchtest wohl am liebsten selber an der Seite des Herrschers sitzen. Ich habe den heiligen Eid abgelegt, den Bojaren und Zemstvorleuten niemals zu trauen. Eine arme, verlassene Waise bin ich. Keiner hat Mitleid mit mir, keiner liebt mich. Ich zum Beispiel. Das glaube ich nicht. Kannst du schwören? Nein, nicht schwören. Durch Taten beweisen. Das werde ich auch tun. Oh. Ja. Thank you.
unter den Knechten ein Gefolgsmann des Bischofs Pimen. Der Bischof hat ihn Wolodimir Andrejewitsch überschrieben. Es nicht beweisen, du lügst. Wenn sie es doch beweisen, ich lüge nicht. Du feierst hier fröhlich und hast keine Ahnung, dass man vorhat, dich zu beseitigen. Tatsächlich? Ja, bei Gott. Und wer soll an meine Stelle treten? Das kannst du nicht erraten. Ich sage es ihr unumwunden. Was zur Hölle ist denn das schon für eine Freude? Ein Zar zu sein, dauernd Verschwörungen. Und diese Hinrichtung immer zu. Du musst wissen, ich bin ein friedfertiger Mensch. Und ich trinke lieber ein Gläschen. Ja, du hast recht, allzu recht. Wahrlich, was ist das für eine Freude, Zar zu sein? Das Zarenhandwerk ist schwer. Ich sag's ihr auch immer wieder, dass ich gar keinen Spaß daran hätte. Aber sie besteht drauf. Mein Sohn, nimm dir die Kappe. Mein Sohn, nimm dir die Geschmeide. Nimm dir die Kappe. Nimm sie. Nimm sie! Brüderchen, nimm sie! Wolodimir, warum auch nicht? Los, Brüderchen, greif zu! Rasch! Schaff die schönsten Zarengewänder herbei! Thank you.
jetzt mit der Narretei! Beenden wir diese verruchten Ausschweifungen! Lasset uns beten, Brüder, zu Gott, dem Allmächtigen. Denket, Brüder, wie bald kann der Tod über uns kommen? Es geziemt sich nicht, für den Zaren zurückzuweichen. Für den Zaren geziemt es sich, voranzugehen!
Iwan ist gerichtet! Tot liegt sie da, die Bestie! Erglänzen wird die Ruß, erstrahlen unter der Herrschaft des von den Bojaren gewählten Zaren, des Zaren Wolodimir. Zu Tode schinden! Ihr werdet kein Wort aus mir herauspressen! Ich werde niemanden nennen! Warum haltet ihr ihn denn fest? Brachte er um. Also bitte lass ihn frei. Nicht den Narren brachte er um. Des Zaren ärgsten, gefährlichsten Feind hat er umgebracht. Sei bedankt dafür. Sie dort? Thank you.
des Großrussischen Reiches willen soll alles geschehen, so wahr mir Gott helfe. Zu den obersten Pflichten des Zaren gehört es, stets umsichtig und besonnen zu sein. Immer sanftmütig und gnädig zu den Guten, doch unbarmherzig und schroff zu den Bösen. Fühlt er dies alles nicht aus tiefster Seele, so ist er kein Zar. Endlich sind nun in Moskau die Feinde der Einheit unserer russischen Lande besiegt. Wir haben sie zertreten. Frei sind jetzt meine Hände. Und fürderhin soll das gerechte Schwert aufblitzen gegen jeden, der uns feindlich ist, und soll ihn durchbohren. Wer es auch sei, er soll zu Schanden werden vor der Größe des Russischen Reiches. Wir lassen uns unser Ruß nicht kränken.